Jetzt fahrt. Guck mal, sie achten überhaupt nicht auf den Verkehr. Ich glaube, das wird. Ja, achtet niemand auf den Verkehr. Ja, ich genauso wenig. Scheiße. Okay, ich kann es dir nicht übel nehmen, Verkehrskontrolle abbrechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir und Bob. Ne, warte, es ist der Günther in der deutschen Fassung. Ja, wir sind wieder im deutschen Setting, fahren mit deutschen Autos, mit, naja, deutscher Polizeidextur, mit Schnee. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Sirene funktioniert, perfekt. Possible Hooker, nö. Machen wir Verkehrskontrollen. Verkehrskontrollen sind cool. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Verkehrskontrollen machen. Weil wir die doch sehr vernachlässigt haben jetzt in letzter Zeit. Ich habe es auch gestern schon wieder. Mein Gott, ich kann gerade nicht reden. Ich habe es auch gestern schon gemacht in der Folge. Und werde es jetzt heute wieder machen. Weil gestern hab ich es gemacht aufgrund, dass wir halt an. Mein Gott. Darf ich auch mal reden? Also ich meine, Dispatch kann natürlich auch gerne ein Let's Play machen, aber ich glaube, wäre schon besser, wenn ich das übernehmen würde. Wobei es besser wäre, keine Ahnung. Sie verspricht sich immerhin nicht. Ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So, pass auf, du bist mein Opfer. Rechts reinfahren. Am besten davon in die Parkbucht. Ja. So ungefähr. Kann man. Wieso steht der da? Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen zurückfahren. Na gut, dann halt nicht. Egal. Zahle ich nicht. Müssen sie selber zahlen. Guten Tag, der Herr. Ja, da schreiben wir die Leute in Steam. Guten Tag. Ich würde gerne. Nehmen wir erstmal ID. Erstmal ID. Jennifer Lewis. Irgendwie den Namen, der kommt mir bekannt vor. Wenn das jetzt richtig geschrieben ist. License is valid and no active warrants. Ja, das ist ja perfekt. Wieso haben wir dich heute, also in letzter Zeit, verbricht hier niemand irgendwie irgendwas? Das ist langweilig. Kann ich irgendwie. Nee, dann geben wir halt eine Verwarnung. Next time you're going to jail. Ja, fallen sie macht ja nicht mal. Jetzt hat er was gemacht, aber das lasse ich dann mal durchgehen. Fahren sie einfach. Ja, fahren sie einfach normal weiter. Alles easy. So. Code 99. Ach komm, machen wir mal, oder? Incident involving shots fired. Komm, terroristische Aktivität ist ja gerade so aktuell wie noch nie. Kann man auch mal machen, oder? Ganz ehrlich. Vorsichtig, ich bin Polizei. Bin die Shop-Polizei. So. Hier links irgendwo. Oh. Ah, ich dachte, jetzt würde es hier gegen den Stromkasten fahren. Oh oh. Okay, wir bleiben mal zurück. Und holen mal Verstärkung. Und holen dann unsere Waffe raus. Oh! Schatz feiert, beziehungsweise, wie sagt man es im Deutschen? Schüsse wahrscheinlich einfach. Ah, Mann, jetzt. Alter. Alter, Vater! Ja, fahrt mich am besten. Du bist nicht so bei Idee, nein! So. Ah. Oh Mann, die verstecken sich echt gut. Oh Mann, ey. Wieder so eine Schießerei. Halten die denn aus? Ich muss mich aber langsam ein bisschen um meine Gesundheit kümmern. So, einer hat mir einen Headshot gegeben. Den anderen auch irgendwie, gebe ich gerade nur Headshots. Das passiert mir sonst nie im Leben. Also im Leben sowieso nicht, aber auch in meinem Gamer-Leben nicht. Da oben. Oh Gott. Okay, wir müssen mal hier kurz hinter die Karre gehen. Oh, da fährt er einmal weg. Oh Gott, ich gehe lieber in Deckung, weil wir haben echt wenig.
Jetzt gehen sie aus dem Weg. Okay, das ist gefallen. Wir sind Code 4. Aber dann wieder gegen Polizisten. Ich frage mich, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Hm. Na, hoho, nicht umfahren. Alter, was macht denn der? Ja, der sieht ziemlich tot aus. Wenn ich das mal so sagen darf. So, was machen wir? Wir holen am besten Corona. Restraining Order Violation. Nee, ist unnötig. Warum muss man die machen? Wieso ist denn hier die Lampe kaputt? Und wieso kommt hier wieder Sheriff an? Willst du mich verarschen? Weißt du, da fällt meine Modding-Schlampigkeit total auf, wenn ich den Sheriff nicht modde. Mann. Fühl ich mich immer so ertappt. Sheriff, du bist böse. Wir haben ein ganz anderes Auto. Na, ja, wir tauschen mal. Oh Gott, oh Gott. Also First Person ist schon cool, aber die Ansicht ist scheiße. Also bleiben wir in Third Person. Das habe ich daraus geschlossen. So, haben wir noch irgendwie was Actionreiches oder müssen wir Verkehrskontrollen machen? Ich glaube. Ah, Verkehrskontrollen sind cool. Du, anhalten. Ich glaube, ich habe jetzt... Alter, nicht mehr reinfahren. Ja, müssen wir mal ein bisschen Englisch reden. Oh, 1050. Bleiben Sie einfach stehen, Mensch. Oh Gott. Bleiben jetzt aber... Jetzt fahrt... Guck mal, sie achten überhaupt nicht auf den Verkehr. Ich glaube, das wird... Ja, achtet niemand auf den Verkehr. Ja, ich genauso wenig. Scheiße. Okay, ich kann es dir nicht übel nehmen. Verkehrskontrolle abbrechen. So. Oh Gott. Ja, ich achte definitiv nicht auf den Verkehr. Ja. Unser Auto sieht auch dementsprechend aus. Gut, okay, das war nichts. Wir probieren es aber nochmal. Kollege, anhalten. Ja, oh, war. Okay. Düpti-düpti-dü. Achso, vielleicht ohne Waffe. Guten Tag. Oh, okay, er flüchtet. Er flüchtet. Wo ist er denn? Da. Oh Gott, ich drifte total. Folgen aufnehmen. Wir brauchen am besten nochmal ein, zwei Units. Und, okay, safe ist eingestellt. Unser Auto ist auch echt nicht mehr das Neueste. Beziehungsweise, das Neueste vielleicht schon, aber nicht das Stabilste. Beziehungsweise, nicht wenn ich damit fahre. Fährt er lang? Links oder rechts? Oder sie bleiben stehen, das wäre natürlich das Beste. Oh Gott, der Helikopter macht, glaube ich, irgendwie wieder Faxen. Ich frag da gar nicht nach. Bleiben Sie doch mal stehen, Kollege. Der Suspekt. Nö, ich glaube, der hat einfach keinen Bock auf stehen bleiben. Oh, jetzt haben wir sogar uns noch berührt. Oh. Ne, ich glaube, der hat keinen Bock auf stehen bleiben. Wie machen wir das jetzt? Wir könnten probieren, den, der Helikopter. Muss ich mir darum Sorgen machen? Na, vielleicht. Vielleicht muss ich das, vielleicht auch nicht. Wir können probieren, den ein bisschen einzuklemmen, quasi, dass er gezwungen wird, stehen zu bleiben, also auszubremsen. Ah, oder wir haben ihn... Ah, nee, verdammt. Okay. Ah, okay, wir probieren mal weiter hinter dem zu bleiben, beziehungsweise drängen ihn vielleicht ab. Jetzt haben wir gerade... Ja, okay, jetzt haben wir dann eine Straße. Aber da kommt gleich wieder ein Stück Wiese. Vielleicht können wir ihn da reindrängen. Wenn wir uns jetzt geschickt anstellen. Oh, ja, das war so halb geschickt. Oh Gott. Ja, das war so geschickt wie nicht. Fahren Sie mal ein bisschen rechts. Am besten nicht den Hammer da rein. Oh Gott, der rammt mich gerade. Oh Gott, oh Gott.
Kollege. Okay, da rammt das Auto. Au, bei. Wenn jetzt ein bisschen... Okay, das bringt nichts. Oh Gott. 1050. Aussteigen und... Aussteigen. Die sind festgenommen. Sind sie auf dem Boden? Steht da hinten drauf. Hinterland. Das ist sogar deutsch. Also, natürlich ist es deutsch. Wir sind ja in Deutschland. Aber, ne? Dass sie ein deutsches T-Shirt anhaben, ist ja schon krass. Was macht der Helikopter? Irgendwo hier ist ein Helikopter. Der fühlt sich so an, als wenn der irgendwie in den Stromleitungen hängen würde. Achso, okay. Das Auto von dem schleppt man natürlich noch. Ja, komm. Das Auto schleppt man noch ab. So. Und dann fahren wir mal weiter. Okay, natürlich hat der jetzt hier eine dicke Delle drin. Hier müssen wir irgendwie kurz wenden. Aber das passt schon, glaube ich. Also vor allem müssen wir jetzt wieder hier fixen. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch, so ist perfekt. Das ist ja nicht nur mit Blaulicht fahren, auch mit Sirene. Wir könnten mal... Ja, genau. Wir könnten mal ein bisschen hier oben lang fahren. Finde ich zumindest. Oh. Sieht irgendwie voll cool aus. Mach ich gleich mal ein Bild vor. Warte mal. So. Nein. So. Oh, ich glaube, hier ist eine Verfolgungsjagd. Vielleicht soll ich da nicht im Weg stehen. Huch, ich möchte hier... Was? Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Sieht voll cool aus. Ich muss erst noch ein paar Bilder machen. Hier fahre ich echt selten lang. Und ungefähr gar nicht. EMS, Requiring Assistance. Machen wir mal. Wo sind das? Da hinten. Auf der Autobahn. Respond Code 3. Das heißt, wir fahren damit ganz viel Lärm hin. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Naja. Wir sind Responding Code 3. Alles easy. Wenn wir responden, geht nichts schief. Okay, alles gut. Sag ich gerade, ich drifte irgendwie voll weg, aber was macht denn der? Wieso zieht der da nichts? Das war ja wohl fast nur meine Absicht. Also eigentlich nicht. Also, weiß ich nicht, vielleicht schon. Eigentlich schon, weil ich bin ja nicht dazu berechtigt zu fahren, wie ich möchte. Auch wenn ich Sirene anhab. Egal, er ist schuld. Ja, so läuft es hier. So, der Krankenwagen. Ich hoffe, ich habe ihn ersetzt. Ich glaube schon. Ah, sieht gut aus. So. Die Code 4. Jetzt fahre ich hier mit Code 500.000 an, um ihnen zu helfen. Und dann haben sie den ganz alleine vermöbelt. Da ist gar nichts für mich übrig geblieben. Ja, ich würde nur gerne... Oh, das tut mir fast leid. Ich würde nur gerne von der Leiche runterfahren. So. Was macht denn der? Nein. Der möchte mich doch nicht ernsthaft. Nein. Ey. Auf Boden. Geht's auf Boden, Herr Schlägermensch? Sie sind verhaftet. Wieso meinen Sie, mich hier schlagen zu müssen? Ich glaube, der zweite Sanitäter ist gerade ein bisschen AFK, gezwungenermaßen. Ist away from Keyboard und... Oh. Ja, ich glaube, jetzt ist auch so langsam mal away from life. Tja, Herr Sanitäter. Das war's. Ey, Sanitäter, retten Sie mal den Sanitäter. Na gut. Ich glaube, das wird nichts mehr. Dann holen wir für den Sanitäter einmal einen Corona. Wenn der Corona noch gekillt wird, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann wird die Leiche wohl nie abtransportiert. Und gut, der Abtransport. Achso, vielleicht brauchen wir noch ein Auto für. Ich darf doch mal, ne? So. Und noch ein Auto für. Abschlepper für das. Für das Krankenauto. So. Und dann fahren wir auch mal weiter. Ja, die Leiche dort, die lassen wir mal liegen. Darum sollen sie denn die anderen kümmern? Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich brauche das. Wieso ist denn da eigentlich noch so ein komischer roter. Ach, keine Ahnung. Das ist so ein komischer roter Punkt wieder.
Aber irgendwie ist der Punkt komisch. Deswegen ist es ja ein komischer roter Punkt. So, ich darf doch mal, ne? Danke. Wir könnten eigentlich mal so einen hier anhalten. Anhalten, rechts ranfahren. Polizeikontrolle. Ja, ja, da halten sie mir nicht an. Sie halten mir anders an. Also mitten auf der Straße anhalten, ich glaube nicht. Also heute, oh. Ernsthaft? Moment mal. Ey, Moment, sie haben hier kaputtes Auto, ne? Lassen sie mal besser kontrollieren, sonst kommt noch Polizei. So. Guten Tag. Einmal ihre ID. Und einmal kontrollieren. Da ist sie, Stan Bank. Aha. Wollen sie eine Bank überfallen oder was? So, License is valid, no active warrants. Wieso sind die Leute so brav? Weißt du was? Weißt du was? Sie kriegen eine Verwarnung. Next time you're going to jail. Alles ist easy bei ihnen. Aber sie hier, ja? Sie meinen mir hinten reinfahren zu müssen. Mal, pass auf, wir machen das anders. Fahren Sie mal vorbei. Komm. Tun Sie sich keinen Zwang an. Und jetzt rechts anfahren. Ja, wer meint, einem Polizeifahrzeug hinten reinzufahren, der ist aber auch nicht mehr ganz. Ja, der ist auch nicht mehr ganz sauber. Also, wieso, egal. Sehr rutschig heute. So, von Ihnen erstmal die ID. Ja, damit fangen wir heute mal an. Daniel Dimitri. So. License is valid, no active warrant. Das kann doch nicht sein. Okay, den durchsuche ich jetzt bis auf die Knochen. Haben Sie Drogen genommen? Oder erstmal. Ja, genau. Ich glaube, das ist erstmal ein Drogencheck jetzt. Drogen, 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 Drogen. Wie sieht's aus? Oh, Sie haben Cannabis genommen. Ja, komm mal noch, mach gleich nach Alkohol. Das ist ja schade. Haben Sie vielleicht auch noch Alkohol genommen? Oh, Sie haben sogar Alkohol genommen. Okay. Aussteigen. Ei. Na komm. Sie sind festgenommen wegen Drogen, Alkohol und wegen Mongoloid und wegen kaputtem Licht. Und weil sie mitten reingefahren sind. Ja. Eigentlich würde ich sie jetzt gerne mit der Taschenlampe richtig schön schlagen, aber heute mal nicht. Okay, dann transportieren wir einmal ab. Das Auto ist noch ein bisschen ganz, oder? Oh, ich schlage hier erstmal die Tanne. So. Ja. Damit sie auch mal merken, wie das schmerzt, wenn sie hier ein Auto. Huch. Okay, da schlagen wir mal ins Leere. Und dann wird jetzt endlich abdrehen. Hier, das haben sie davon, ja? Das haben sie davon. So, wieso Ragdoll denn nicht? Das haben sie davon. Hallo, Ragdoll. Ich glaube, sie cheaten. Ich glaube, sie cheaten. Na gut, Leute, ich würde sagen. Huch. Das war's mit der Folge. Wir sehen uns. Oh, das ist ein amerikanisches Auto. Wir sehen uns in der weiteren Folge von RLSPD FR. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.